Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung sollte eigentlich eine Vorzeigepolizeibehörde sein. Stattdessen taumelt das BVT seit Jahren von einer Affäre in die nächste. Nur wenige Wochen nach den offensichtlichen Pannen rund um den Terroranschlag in Wien stellt sich jetzt heraus, dass ein karenzierter Spitzenbeamter aus der Spionageabwehr offenbar knietief in den Milliardenskandal um Wirecard und dessen weltweit gesuchten Finanzchef verwickelt ist. Andere BVT-Beamte sollen nebenbei geheime Dienste für Wirecard verrichtet haben. Und ein ehemaliger FPÖ-Abgeordneter spielt auch mit. Peter Babuzki und Patrick Guska berichten. Der Flugplatz in Bad Vöslau. Hier verliert sich die Spur von Jan Marschalek, dem flüchtigen Ex-Vorstand von Wirecard. Ein Flugzeug soll ihn nach Minsk, Weißrussland, gebracht haben. Organisiert hat die Flucht der Ex-FPÖ-Nationalratsabgeordnete Thomas Schellenbacher. Strafbar sei das aber nicht, weil damals noch nicht nach Marschalek gefahndet wurde, verteidigt ihn sein Anwalt. Er wurde gebeten, einen Flug zu organisieren für einen bestimmten Passagier. Er hat die Daten erhalten, hat diese weitergegeben, er hat den Flug gebucht. Die Piloten haben dann eingereicht bei der Grenzkontrolle und bei Austro-Kontrolle den Flug, die auch den Slot dann vorgeben. Und einen Tag später hat der Flug stattgefunden. Das heißt, es gab ausreichend Zeit für alle öffentlichen Stellen, diesen Flug zu stoppen. Unterstützung hatte Marschalek aber auch von aktiven und ehemaligen Mitarbeitern des Bundesamts für Verfassungsschutz, kurz BVT. Sie sollen Informationen für Marschalek beschafft und Aufträge ausgeführt haben. Dafür soll Schmiergeld geflossen sein, so der Vorwurf. Ein ehemaliger BVT-Abteilungsleiter ist nach seiner Befragung wieder auf freiem Fuß. Ein anderer BVT-Mann ist weiterhin in Haft. Ihm wird auch der Verrat von Staatsgeheimnissen vorgeworfen. Es gibt den disziplinarrechtlichen Teil und auf der anderen Seite den strafrechtlichen. Das heißt, die disziplinarrechtlichen Maßnahmen sind jetzt eingeleitet und die Justiz führt jetzt gegen die betroffenen Beamten die Ermittlungen. Mit Erstaunen beobachtet man in Deutschland diese neuen Enthüllungen. Dort gibt es im Bundestag einen Untersuchungsausschuss zu Wirecard, wo eben auch das österreichische BVT Thema ist. Momentan heißt es ja, da seien Beamte geschmiert worden. Das ist natürlich denkbar. Aber es würde ein Stück weit ja die Nachrichtendienste aus der Schusslinie nehmen. So nach dem Motto, das waren jetzt einzelne korrupte Beamte. Und dafür finde ich die Häufung von Kontakten zu österreichischen Nachrichtendiensten doch zu auffällig. Es gibt mit Sicherheit einige sozusagen weiße Elefanten, die zu viel Zeit gehabt haben offenbar und die sich ihr Salär aufbessern wollten. Da gehört natürlich auch ein gewisses Maß an krimineller Energie dazu. Aber das ist ganz sicher nicht, also diese paar Beamten stehen ganz sicher nicht für den Verfassungsschutz in seiner Gesamtheit. Das Image des BVT ist trotzdem in seiner Gesamtheit schwer angeschlagen, auch im Ausland. Das BVT, das scheint schon so eine kleine Jauchegrube zu sein. Und wir haben schon sehr frühzeitig auch Statements gehabt, auch von einem deutschen Verfassungsschutz. Chef, der im Rahmen des Berner Clubs, das ein Zusammenschluss verschiedener Nachrichtendienste, davor gewarnt hat, mit Österreich Informationen auszutauschen. Eine tiefgehende Reform des BVT sei in der Endabstimmung mit den Grünen, sagt der Innenminister. Wir trennen die Staatspolizei vom nachrichtendienstlichen Teil, erwarten uns damit mehr Effizienz, mehr Klarheit, aber umso wichtiger ist es, der Korruption Verdächtige und des Geheimnisverrats Verdächtige Beamte jetzt rechtzeitig zu entfernen. Die Reform, die sich da abzeichnet, die läuft an und für sich eher auf eine Art Neugründung hinaus, weil also zum ersten Mal würde Österreich so etwas wie einen echten Nachrichtendienst erhalten. Es könnte trotzdem Jahre dauern, bis sich der Ruf der österreichischen Nachrichtendienste von den vielen Skandalen erholt hat.